Das. Von hier. Rede mit den Überlebenden, das könnten wir auch noch tun. Da. Überlebende, 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 Überlebende. Da ist der Überlebende der Jagdgesellschaft. Jo. Der Schatz der Natur verwoben. Wenn. Wenn? Wenn der überlebt hat. Ich bin wegen der Maschine hier, im Altholz. Du bist hinter dem Monster her? Ich versuche es. Kann ich dir ein paar Fragen zu ihm stellen? Ich sag dir, was ich weiß. Okay. Was ist passiert? Erzähl mir alles. Wir waren zu fünft. Auf der Jagd nach Wildschweinen für den Stamm. Genau wie schon einige Dutzend Male zuvor. Maschinen kamen uns in die Quere, wie immer, wenn wir im Altholz sind. Und wie immer haben wir sie beseitigt. Doch diesmal, als wir fertig waren, hörten wir ein Brüllen. Hey, ruhig. Von den Bäumen kam ein Blitz aus Klauen und Schweif. Er schlug direkt durch Cole und Ree und Zan und griff mich an, traf meine Schulter. Da war Blut. Dann traf sie einen Pfeil in den Hals. Mein Freund Lau hat sie abgelenkt. Er rief und schrie, dann griff sie ihn an. Er verschwand in den Bäumen und sie verfolgte ihn. Zuletzt hörte ich ihn schreien, dass ich rennen soll. Also tat ich das. Ich war schon fast in Reinklang, als ich merkte, was ich getan habe. Ich ließ Lau sterben. Kannst du mir irgendetwas über die Maschine sagen, das mir helfen kann? Sie sah wie ein Krallenschreiter aus, aber sie war stärker. Viel stärker. Sonst noch was? Der Panzer war dunkler und leuchtete seltsam lila. Danke. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ach ja? Ich muss jetzt weiter. Dagegen willst du nicht kämpfen? Glaub mir. Ich weiß, was ich tue. Wenn das stimmt, dann reiß sie bitte in Stücke. Lau ist tot. Mein bester Freund. Wie immer. Im Altholz. Schön, dass Aloy weiß, was es für eine Maschine ist. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. So, ja, ich nehme den falschen Ausgang, ist aber auch nicht so schlimm. Nur ein Wunder kann uns vor dem Plan retten. Falsche Hoffnung ist treibsam, oder? Gib es zu. Wir haben also gut. Na, lass mich hier durch. Hey, warte, geh mich da drüben mal um. Los! Auf die Reise! Das war so jetzt nicht geplant. Komm ich hier wieder raus? Komm schon. Das muss das Altholz sein. Shale sagte, dass die Jäger hier angegriffen wurden. Der beste Aufenthalt auf der Richtung ist ein toter Otaru. Das muss einer der Jäger sein. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich die Samentasche holen kann. Okay. Ich verteile ganz normale.
Okay. Ich muss die Samentasche des Jägers einsammeln. Jo. Wollen wir so mal schnell begutachten? Hab die Tasche, aber wo sind die anderen Jäger? Und der Krallenschreiter, der sie angegriffen hat? Ich sollte mit dem Fokus nach Spuren suchen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die Tasche ist nicht mehr da und wir müssen sie halt mühsam erstmal suchen. Krallenschreiter-Spuren. Sie sind wohl den anderen Jägern tief in den Wald gefolgt. Noch ein Jäger. Der Krallenschreiter hat sie wohl gefunden. Okay, hab die Samentasche. Ich folge besser weiter den Krallenschreiter-Spuren. Okay. Aber wo ist jetzt? Das kann ja gar nicht sein. Hier ist ja dann Schluss. Der dritte Jäger. Ah, hier. Ich sollte mir die Samentasche holen. Ja. Der Krallenschreiter hat ihn erledigt. Zumindest habe ich jetzt seine Samentasche. Ich muss diese Maschine aufhalten. Ich sollte nach Spuren scannen. Gut, drei Jäger. Sollte noch einer da sein. Wo der Krallenschreiter verfolgt. Hier sind irgendwelche Überreste. Die Baumharz. Das ist eher nicht vom Krallenschreiter. Vielleicht mit einer Waffe? Sieht aus, als sei der Krallenschreiter den Felsen hoch. Eine Verfolgungsjagd mit Lau. Na komm. Naja, das wollte ich eigentlich nicht, aber ja. Nehme ich auch. Mehr Überreste. Hier ist wohl eine Kralle stecken geblieben. Hat sie aufgehalten. Und der Jäger rannte weiter. Ach, Bär! Hab ich nicht gekriegt. Bah! Hier enden die Krallenschreiterspuren. Vom letzten Jäger ebenfalls nicht zu sehen. Aber ich wette, ich weiß, warum diese Maschinen vor dem Spalt in der Klippe stehen. Ich sollte sie zuerst erledigen. Die Himmelsglade sind übrigens freigeschaltet. Aber erstmal an so einen rankommen, ne? Ich kann Himmelsgleiter überbrücken, wenn sie lange genug stillhalten. Immer so ein überbrücken, Mensch. Hat er mich natürlich erwischt. Ach, Kackvieh.
Und es ist nur noch einer. Den kann ich jetzt überprüfen. Scheiß, wie mich nicht wieder verfolgt. Sehr schön. Ich bin sicher. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Hab gemacht. Ich hab gesagt, nicht umdrehen, Junge! Du Scheißvieh! Oh, die Viecher regen mich auf. Na klar. Okay. Die Maschinen interessierten sich für den Riss im Felsen. Sollte ich mir ansehen. Wie es scheint, war Lao recht einfallsreich. Oh, ich hätte so gern einen davon überbrückt, Mensch. Sie sind weg. Eine Rettung war nicht zu erwarten. Danke, Fremde. Ich suche den Krallenschreiter. Wo ist er hin? Du jagst ihn? Hab schon Größere bekämpft. Wer bist du? Bleib hier. Ich werde versuchen, seine Spur zu finden. Ich sag Bescheid, wenn... Lass mich das übernehmen. Für dich aufhalten. Bleib zurück und warte, bis ich schieße. Pass auf die Dieser Kreide Jägerkiller auf. Bedeutet Ärger. Los! Ich gebe dir Deckung! Bastard! Komm, ey, Leute, steh auf! Thank you.
Das war's. Ja, geschafft! Du bist Lau, oder? Ben denkt, er hat dich sterben lassen. Er hat's geschafft. Ich war besorgt um ihn. Du hast ihn gerettet, indem du den Krallenschreiter weggelockt hast. Und er mich, indem er dich geschickt hat. Also sind wir quitt. Ich freue mich auf sein Gesicht, wenn er erfährt, dass ich noch lebe. Geh ruhig zurück. Und danke für die Hilfe. Das Verlangsamen hat geholfen. Hier bitte, nimm das. Ich kann für mich noch eine herstellen. Aber hoffentlich nicht nach dem hier. Vorerst nicht. Noch ein Jäger kann nach Hause. Jetzt muss ich nur noch Shael die Samentaschen zurückbringen. Eine Munition, die Klebeaufbau verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Triff schnelle Gegner mit Klebstoff, um den Verlangsamzustand aufzubauen. Sobald dieser Zustand aktiv ist, wird die Bewegung der Gegner verlangsamt, sodass sie leichter anzuvisieren und zu verfolgen sind. Ja, nett. Würde ich sagen, nett. So. Oh, der Fuß des Sporn ist auch gerade um die Ecke. Das ist ein tolles Ding. So. Da. Offenbar haben Calais und die Suchmannschaft hier ein paar Maschinen zerstört. Da ist die zerstörte Wolke. Sie um Maschinen kümmern, dann kann ich mich umsehen. Immer noch gern so ein Flug Vieh übernehmen. Rasa, die Kanister auf ihrem Rücken füllen wollen. Thank you.